So, Freunde, zurück mit Ghostwire Tokyo. Wir springen rein. Wir haben nicht viel Munition, sehe ich gerade. Ah ja, genau. Beim letzten Mal waren wir hier in diesem Gebäude. Und wir wollen eigentlich da rüber. Ich glaube, wir brauchen noch ein Tori, das wir reinigen müssen, damit da der Nebel gelichtet ist. Oh, warte mal, kommen wir da unten ran? Oh, das könnte knapp werden. Wir probieren es trotzdem. Nicht umdrehen. Don't turn around. Wohl zu weit gegangen. Oh, der Nebel. Weg, 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 weg. Oh, das war knapp. Junge, sag doch gleich. Sehr schön, das hätten wir. Katze. Gedanken lesen. Was fliegt denn da umher? Okay. Das schnappen wir uns und wir gehen rüber. Darunter müssen wir. Da hinten findet das Ritual statt. Wir nehmen uns mal noch ein bisschen Kohle mit. Dann sollte das gehen, oder? Hier unten. Einkaufsviertel von Utagawa. Katze, Katze, Katze. Das muss es sein. Ja, das habe ich verstanden. Gib mal hier, hier. Dann wollen wir mal, oder? Sind wir bereit? Ich glaube schon. Los, lass es uns reinigen. Mach ich. Zu Befehl, Commander. Easy. Oh nein. Eine Barriere? Was heißt das? Bin ich wieder schuld, weil ich nicht nachgedacht habe? Mann, reiß dich zusammen. Wir müssen hier raus, bevor wir eingeschlossen werden. Es muss hier noch mehr von diesem Stein geben, die die Barriere aufrechterhalten. Boah, was hält die denn aus? Ist das... viel zu viel. Was geht denn hier? Ein Stein weniger. Weiter so. Zeig mal her, immer den Knoten hier. Ne, der ist auf der anderen Seite. Wir gehen mal hoch, vielleicht finden wir da oben ein bisschen was. Da haben wir so ein Schwebevieh. Hola? Ja, ist gut, ist gut. Das sehen wir leider nicht so ganz. Bringt uns das hier was? Von hier... ach doch, hier vielleicht. Hup. Wo bist du? Nein, geh doch weg! Ich dachte, ich komme da schneller durch. Da, da, da. Yes. Hier ist noch die Barriere, das heißt... setz doch die Geistersicht ein, um jetzt die Barriere... warte doch mal, ich will mich doch erstmal umschauen hier. Junge! Wie kann man denn nur so ungeduldig sein? Brauch doch Munition. So. Da oben. Der zweite. Weitere sehe ich hier nicht. Da hinten? Nee, das ist eine Katze. Ach nee, nee, das ist kein Stein, das ist eine Katze. Hier? Nee, auch nicht. Oh oh. Wie viel Zeit haben wir noch? 12 Minuten. Da oben.
Barriere ist noch da. Es muss noch einen geben. Ja, ja, bleib doch ruhig. Wir müssen die Barriere schon vorher errichtet haben. Das Timing ist zu perfekt. Oh, im Grunde doch eigentlich hier drüben auf der Seite, oder? Weil hier haben wir doch... Schauen wir ganz vorne. Soweit reicht die Geistersicherheit leider nicht. Na komm, wo bist du? Hier irgendwo? Hab ich's gehört? Mit seiner Geistersicht, die bringt mir leider gar nichts gerade. Oh oh. Ich... keine Ahnung. Was ist das für ein komisches Geheimnis? Lange noch, bevor sie komplett ist? Nicht mehr lange. Konzentrier dich auf die Steine. Ich komme da nicht raus. Ey Leute, ich finde diesen letzten Stein nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo bist du? Das hier? Graffiti untersuchen. Da oben. Ach, Gott sei Dank. Ist jetzt der letzte Stein? Das war ja eine Arbeit. Barriere fällt. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Wie können wir uns immer einen Schritt voraus sein? Meinst du, Rico hat was damit zu tun? Ja, das meine ich. Ich finde schon raus, was mit ihr los ist. Ausgrabung in Yukai Soba. Ein von KK verfasster Bericht über einen grausigen Fund in einem alten Restaurant. Er wird dir zusätzliche Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte geben. Es gibt eine Telefonzelle mit einer anderen Farbe. Finden wir sie, dann kann ich Ed anrufen. Dafür brauchen wir allerdings eine Telefonkarte. Die kommt auf den Einkaufszettel. Ist das... Fotostempel. Shibuya liebt Hachi, das Shibuya-Maskottchen. In Shibuya lassen sich einige besondere Graffiti finden. Stößt du auf eines, erhältst du einen Stempel, der im Fotomodus verwendet wird. Ja, verstehe. Ja, Hachiko. Oh, nee, nee. Finde die Telefonzelle und die Telefonkarte. Extra Telefonzellen aufgestellt, um im Notfall Kontakt aufzunehmen. Hätte nicht gedacht, dass wir sie mal brauchen. Drei Affenfiguren, von denen einer sich die Augen zuhält, einer die Ohren und einer den Mund. Gerade keine Zeit, tut mir leid, ich muss eine Telefonkarte finden. Wozu brauchen wir überhaupt eine Telefonkarte? Das ist so eine Macke von Ed.
Let's go. Nein, such weiter. Such weiter? Kämpfe gerade. Ist das überhaupt so? Zack! Und der nächste! Gibt's ja nochmal welche da? Muss ich die aufschießen? Nee. Okay. So, das hätten wir. Also, kommen wir zur Telefonzelle. Und zur Karte. Zeig mal her. Die Karte liegt dann einfach so rum, oder was? Nicht die. Die hier ist weiß. Ich will da durch. Was war das denn? Hä? Ist hier die Karte oder was? Fand ich immer toll. Ey, keine Zeit für solchen Quatsch. Kapselautomaten. Verschiedene Charaktere und Gegenstände können in Form von Spielzeugfiguren aus Kapselautomaten geholt werden, die in ganz Shibuya aufgestellt sind. Die Figuren lassen sich im Fotomodus verwenden. Let's go. 34 Figuren übrig. Ah, wie bei Shenmue damals. Mal sehen. Katze 3, nochmal. So, jetzt hauen wir die Kohle raus, Leute. Nochmal. Wie sieht's aus? Jetzt machen wir jetzt der letzte wirklich. Na komm. Okay. Sehr schön. Warte mal, hier ist aber der Suchbereich. Oder was ist hier für ein Bereich? Das ist sie nicht. Die, die wir brauchen, sieht anders aus. Okay. Eine Nebenmission, wir wollen aber darüber. Ja, das muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Sehr schön. Gut. Machen wir weiter. Hier? Die hier sieht anders aus. Genau. Das ist sie. Jetzt brauchen wir noch eine Telefonkarte. Lass uns in der Einkaufsstraße nachsehen. In der Einkaufsstraße? Dann schauen wir mal. Ist die Frage, geht es um diesen Geist hier?
Na, Hunger? Schmeckt gut, ha? Lecker. Das ist so eine komische Karte, ja? Was hat er? Er benimmt sich merkwürdig. Sieht aus, als würde er uns etwas sagen wollen. Der Hund weiß Bescheid, Leute. Ich sag's immer wieder. Frag die Hunde. Sollen wir die wirklich nehmen? Klar, das ist ein Notfall. Gut gemacht. Kontaktiere Ed. Danke, Hund. Oh, warte mal, hier haben wir erstmal ein bisschen Trouble noch. Genau. Die nehmen wir mit. Und jetzt kontaktieren wir Ed. Sehr gut. So, wir holen uns die Geister noch. Wir haben noch ein bisschen Platz. Und jetzt sind wir da. Piep, 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 piep. Mit einer Katze drauf, logisch. Ich kann leider nicht ans Telefon. Mir ist was dazwischen gekommen. Wo wir dabei sind, gebe ich dir ein Update. Nur Dale und ich konnten aus Shibuya wie geplant fliehen. Beim Parkplatz an der Jizou-Straße wurden wir von den anderen getrennt. Zuerst dachte ich, KK wäre tot. Aber weil wir Seelen übertragen können, hatte ich noch Hoffnung. Ed, over. Ein richtiger Sonnenschein. Er hat den Parkplatz an der Jizou-Straße erwähnt. Da könnten Ed und Dale gewartet haben. Sehen wir uns das an. Da hinten, okay. Dodai Muri Furniture. Drei Blumentöpfe. Führt der Weg realistisch dahin? Sieht ganz gut aus hier, oder? Die Straße? Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Oh, hier gibt's Ärger. Was ist das denn hier? Das ist die Straßenbemalung, ne? Das ist ja äußerst merkwürdig. Hier ist es. Oh oh. Kümmern wir uns zuerst um diese Viecher. Halt sie hinein! Wasser. Viecher, sind hier noch mehr? Jemand hat da wohl etwas verloren. Ja, ein Geist. Eine Aufzeichnung von Ed. Anscheinend zeichnete das Gerät zufällig auf, als er es fallen ließ. Ich gehe auch ohne dich dorthin. Können wir das auch hören? Ah ja, hier. Ich gehe auch ohne dich dort. Erika, warte! Also, ich folge ihr. Ihr beide verschwindet aus Shibuya, wie geplant. Was ist mit KK? Er darf Erika nicht kämpfen lassen. Und das hier kommt ins Schließfach im Bahnhof von Shibuya. Alles klar. Was denkst du, wo sie hingegangen ist? Wir helfen bei der Suche. Ich bin sicher, du findest heraus, was da schiefgegangen ist. Gehen wir zum Bahnhof Shibuya. Da ist das Schließfach. So was wir. So, sorry, ich habe gerade nichts mehr gehört. Ich hoffe, ihr habt was gehört. Von OBS aus sah das so aus. Ich habe kurz gewartet. Ich glaube, die Nachricht ist rübergekommen. Aber manchmal ist das so. Manchmal stürzt das ab und dann höre ich nichts, aber ich sehe, dass ihr noch was hört. Aber gut. Halb so wild. Huh!
So, was können wir denn hier kaufen? Hm. Kostet bestimmt ein Vermögen in Tokio. So ein bisschen Wohnraum. Was ist los? Aber das machen wir einmal. Das ist muy importante. Mal her, ja. Oh! Was? Kann ich denen begegnen? Ich weiß das nicht. Ja, das kann irgendwie keine gute Idee sein. Wir bleiben mal hier oben. Boah, das ist so gruselig. Das finde ich gruselig. Yaki Yako, die Dämonenprozession. Die sollen mal schön alle weitergehen. Mit so einer riesen Katze da hinten dran. Zombomb. Das ist doch original Simon Pegg. Weg hier. Okay. Nein, 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 nein. Gut, genau so. So, dann gucken wir mal. Jetzt sind wir wieder hier an der Kreuzung. Sind scheinbar... Ich sehe eine Seelenspur. Dann nutzt sie also den Geisttransmitter, um sich fortzubewegen. Immer noch die Alte, sogar als Geist. Okay, das war jetzt einfach nur so ein Hinweis. Renko hat wohl weiter nach Erika gesucht. Selbst nach ihrem Tod. Hier sind wir richtig. Oh, was haben wir hier? Aha. Sorry Leute, dauert heute ein bisschen länger. Wir haben 112.000 zur Verfügung und 500 kostet eins. Was kriegen wir wohl? Was ist es? Machen wir gleich nochmal. Wie sieht's aus? Warte mal, es sind noch 31 übrig. Achso, es gibt verschiedene Automaten mit verschiedenen Dings. Also sie sind nicht alle gleich. Bei jedem gibt's 33 oder 34. Kann man seine Krone loswerden, alles klar. Mal sehen, was im Schließfach ist. Nachricht aus Schließfach. Erika, falls du dich entscheidest, zurückzukommen, erwarte deinen Partner 302 im Gebäude C des Kirigaoka Wohnblocks auf mich. Ich komme zu dir, egal was passiert. Renko hat den Schlüssel und eine Nachricht hinterlassen, falls sie Erika nicht findet. Ist Erika vielleicht in der Wohnung, die sie da erwähnt? Gut möglich. Ja. Sie wollte zumindest da sein. Logisch, oder? Ach, das sieht toll aus. Erzählt mir doch nichts, Leute. Das sieht doch toll aus. Schaut doch mal. Also, wer ist denn diese Erika? Erika. Eine von uns. Erika. Sie wollte an unserer Seite kämpfen. Aber Renko wollte sie nicht mit reinziehen. Erika hatte allen Grund zu kämpfen. Der Freak mit der Maske. Das ist ihr Vater. Okay, gut zu wissen, glaube ich. Nicht, dass das einen Unterschied machen würde.
warte mal, wofür ist denn dieses Symbol hier? Ich weiß nicht, wofür das steht hier auf der Minimap. Nicht so schlimm. Wir ziehen mal noch ein bisschen weiter. Nebenmission machen wir dann auch nochmal separat ein paar. Ich will ein bisschen in der Story vorankommen. Da gibt es ja noch einige Nebenmissionen. Die werden einem ja auch alle glücklicherweise markiert auf der Map. Das heißt, da kann man dann wirklich einfach mal so eine Folge lang irgendwie ein paar Nebenmissionen machen. Die bringen einem ja auch ein paar Punkte und so. Was haben wir hier? Ach, das ist ein normaler Automat? Okay. Ja, hier sehen wir es ja auch, wie viele Nebenmissionen es hier gibt. Geister, die Hilfe brauchen. Ah, das ist toll gemacht. Richtig schön unverbraucht, finde ich, das Setting. Und auch die ganze Art und Weise mit den Geistern und dass man so aus den Händen schießt quasi und so. Das kenne ich so sonst gar nicht. Das ist für mich sehr neu. War es damals auch, als ich das gespielt habe. Und toll. Mir gefällt das. Ich kann hier keine Tori sehen. Ich sehe mich mal um. Hier haben wir doch so ein Dings. Warte mal, aber der Nebel? Ich höre hier doch schon wieder ein Telefon. Was ist hier? Was macht ihr denn? Beeilt euch oder wollt ihr, dass er bekommt, was er will? Der Nebel hier kommt aus einem Schrein im Südwesten. Okay, sorry. Hat etwas gedauert. Hast du Erika gefunden? Erika? Nein, wir haben gerade größere Sorgen. Ist bei Erika. Macht hin! Das war kalt. Zu kalt. Das passt gar an Erika? Sieht aus, als wollte sie uns etwas mitteilen. Wirklich? Aber wem vertrauen wir jetzt? Das ist das C-Gebäude. Ich weiß, auf wen ich setze. Hä? Ich dachte, wir suchen Tori. Was ist denn jetzt Phase? Wir entfernen erstmal der Qual. Boom. Du bist in Sicherheit. Ja, das sieht nicht so ordentlich aus hier. Dann gehen wir mal rein und räumen ein bisschen auf, würde ich sagen, oder? Wo es hier Ärger gibt. Ist es das Ding? Ja. Müssen wir mal schauen. Das ist drin. Ein paar Geister drin. Alles klar. Ein von KK verfasster Bericht über das massenhafte Verschwinden von KI-Forschern. Er wird die zusätzliche Fertigkeitenpunkte Geistkräfte nehmen. Oh, warte mal. Fertigkeitenpunkte haben wir jetzt aber einige, oder? 85. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen was nutzen hier? Wie sieht es denn bei der Ausrüstung aus? Ah ja, okay. Mehr Pfeile. Tempo vom Bogen erhöht. Was ist das hier? Kapazität von Nahrung. Kann zwei Gebetsketten... Hier, das will ich haben. Magatama wird benötigt. Nee, haben wir doch. Drei Ketten, Leute, warum denn nicht? Dann einmal den Bogen. Und dann können wir hier mal eben schauen. Regeneriert zusätzlich 10 LP, wenn du einen Kern... Ja, ich muss sagen, so richtig eine große Gefahr gab es bisher nicht. Was nicht heißt, dass das nicht vielleicht noch kommt, aber... Kerngriff am Boden, Ätherschlag, perfektes Blocken. Ich blocke auch ehrlich gesagt nicht. Kritische Treffer.
irgendwas. Aber was wir machen ist... Gut. An die Arbeit. Warte doch mal, Andi. Inventar. Jetzt kommt erstmal die Nebenmission. Kleinen Moment bitte, geht sofort weiter. So, Inventar. Und dann haben wir hier nämlich die Ketten. Schützenkette und Übertragungskette. Jetzt haben wir die drei um. Fantastisch. So, jetzt geht's nach oben. Rein ins Gebäude. Haben wir irgendwo eine Wohnung offen? Ach so, hier geht's weiter. Okay. Hola. Irgendwas ist mit dieser Wohnung faul. Ja. Hier stimmt was nicht. Wirklich. So riesen Schimmel davor, so irgendwas stimmt hier nicht. Wir gehen rein. Gucken uns den Käse von hier an. Ich habe ein mieses Gefühl. Sieh dich um. Katze. Was weißt du, Katze? Wer ist das denn? Vielleicht sollte ich mir was Neues suchen. Was ist das? Zeitschrift mit Gratistasche. Eine dünne Zeitschrift, zu der man eine edle Handtasche bekommt, die mehr wert ist als die Zeitschrift selbst. Seltsam. Ja. Stellt sich die Frage, ist diese Handtasche wirklich so viel wert? Okay, da haben wir was. Sie hatten wohl was Größeres vor. Ich sehe leider nicht, was das sein soll. Ah, Katzenfutter in der Tasche. Habt ihr so eine Katzenlady gewohnt? Habt ihr Futter? Ich habe Futter, aber ich kann euch das leider nicht geben. Vor allem, hier ist überall Futter. Noch eine Katze. Creepy irgendwie. Ist das Rinko? Warte, hier ist noch jemand. Ich habe sie im Krankenhaus gesehen. Sie gehört zu den Besuchern. Ich wusste, dass sie nicht echt ist. Sie müssen Rinko geschnappt haben, als sie Erika gesucht hat. Sie haben sich wohl gemeinsam um die Katzen gekümmert. Der sagt halt original Erika, ne? Ich glaube, das soll so japanisch sein, so Erika. Dann ist die Katze jetzt wohl aus dem Sack, ha? Ha. Könnte man sagen. Gut, dann hat die ganze Heimlichtuerei auch mal ein Ende. Ich lasse euch einfach hier drin. Was? Sie ist weg. Weg. Kann nicht weit sein. Und ich bin wieder allein, allein. Was geht denn hier ab? Aber ist cool. Vermasselt. Ja, ja, ich mach's wieder gut. Jetzt schnell! Was brauchen wir? Warum schnell? KK, da drüben! Oh. Renko, das verzeihe ich dir sicher nicht. Okay, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber wir können zumindest wieder gemeinsam kämpfen, oder? Vielleicht. Hängt von dir ab. Was nichts? Was geht denn hier? Oh, es ist abgefahren. Leiter.
Ah, sehr cool gemacht. Okay. Und wieder raus. Rinko, halt sie noch etwas länger zurück. Wir holen uns Rinko zurück. Nee, war das falsch? Doch. Wir sind wieder draußen. Wo ist Rinko? Los, finde sie! Soll ich die Katze fragen? Hier. Ah, sieht aus wie der Spielplatz von vorhin. Ja. Sie hat sich von Rinko gelöst und ist weg. Wo ist Rinko? Ja, alles gut. Was ist mit dir? Alles in bester Ordnung. Ganz sicher? Ja, alles ganz. Und ich konnte dadurch auch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich weiß jetzt, wo der Nebel herkommt. Ich werde euch alles erklären. Jetzt? Oh, ich brauche erst was zu schreiben. Brauchst du nicht. Das Gute an meiner neuen Form ist, dass ich keinen physischen Einschränkungen mehr unterliege. Ich übertrage es einfach an euch. Praktisch. Fax. Den Rest müsst ihr selbst erledigen, Jungs. Ach so. Kümmern wir uns um die neuen Tori. Neu aufgedeckte Tori. Danke, Rinko. Hast du jetzt die Tori, den reinigen Tori im Nebel im Umgebung? Ja, das wissen wir schon. Wir schauen mal eben auf die Map. Werden die da auch angezeigt? Ach, tatsächlich. Dass das jetzt alles einzeln durchgegangen wird, ne? Jetzt haben wir es. So, wir können ja mal eben schauen, übersichtsmäßig. Kann ich hier rauszoomen? Nö, ich kann nur noch reinzoomen. Wir sehen all die grünen Kreise, das sind alles Nebenmissionen, oder? Helfen wir anderen Geistern irgendwie? Weil was auch immer, hier wird natürlich auch alles andere angezeigt, wo wir Sachen kaufen können, wo eine Telefonzelle ist und so weiter. Und die nächste Hauptmission ist da oben, weshalb wir jetzt diese Tori hier reinigen müssen. Wir machen das mal ganz entspannt, da oben. Bei den Moonblocks hatte ich immer ein mulmiges Gefühl. Dort ist es zu ruhig. Hier ist es zu ruhig. Sehr schön. Höhere Kapazität. Bist du jetzt religiös geworden? Kapazität. In diesen Zeiten? Klar. Wie komme ich denn da rauf? Komme ich durchs Gebäude oder was? Nee, da ist schon der Nebel. Das sieht fast so aus. Nee, was? Oder geht das hier noch? Das halte ich nicht lange durch. Ich hätte ja gedacht, hier ist so ein Flugtypi, aber. Hier ist keiner. Doch, ich höre ihn. Vielleicht hilft mir das ja hier von der Seite. Muss da rüber. Oder? Reicht das? Ich höre noch einen. Ist da drüben.
Easy. So muss das gehen. Aua. Zack. Oh, hier ist noch einer. Ach nee, das war der. Reinigen. Das sollte reichen. Sehr schön. Wasserkette. Wir haben es gleich. Halt die Augen offen. Früher oder später werden sie aus ihren Löchern kriechen. Was ist das denn hier? Boah, ist das creepy, ey. Okay. Das nächste Dings ist dann da drüben. Zack. Irgendwo da unten, da ist allerdings schon... Ach nee, das ist ein bisschen weiter. Das ist da drüben. Da kommt nochmal so eine kleine Bucht. Das ist oben im Park drin. Ein Schuss noch. Ah, der hat gereicht. Mal schnell. Sauber. Wir essen was. Welche? Da geht noch was. Da kommt ihre Verstärkung auf uns zu. Perfekt. Wo bist du? Dieses Wasserdings ist mega langsam. Das? Gute Kombis, Kleiner. Kleiner. Ja, das ist schon da drin, ne? Ja. Ach, das Ding ist es. Das brauchen wir. Nichts. Doch, hier. Da oben gibt's Ärger. Oh Gott, what? Habe ich jetzt aber ein bisschen Glück gehabt, dass die mich nicht gesehen hat. Du wirst echt gut im Schleichen. Dankeschön. Nicht übel.
Für dein Alter. Kannst mich gerne zum Vorbild nehmen. Sehr schön. Sehr angenehm, dass man auch die großen Feinde schleichend töten kann. Das geht nicht. Das war's, was wir gesucht haben. Easy. Akito, sieh dir das an. Das Licht schwindet. Wir sollten uns jetzt beeilen. Hey, hör auf. So. Feuerkette. Wir schauen mal eben, ob ich die lieber anziehe. Wasserangriffskraft bringt mir nicht Feuerangriffskraft im Vergleich zum Bogen. Das machen wir so, würde ich sagen, oder? Wobei, wir machen es so. Ich weiß nämlich nicht, wie ich diese Übertragungskette verwenden kann. Also, was soll's. Achso. Dafür gibt es einen Bonus. Irgendeine extra Fähigkeit. Was haben wir? Handle mit Bedacht. Frieden und Ruhe sind das oberste Gebot. Der Wind trägt die leisen Klingen. Verlass dich nicht aufs Glück. Gehen wir weiter rein. Immer dem Licht nach. Sehr schön. Ich muss hier link. Ah, da, okay. Geschafft. Ach du Scheiße. Geister. All jene, die sie gesammelt haben. Aber es sind so viele. Je länger man als Ermittler arbeitet, desto weniger lässt man an sich ran. Ansonsten ist man fehl am Platz in diesem Job. Trotzdem gibt es hin und wieder Fälle, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Das hier ist einer davon. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese schreiende innere Stimme, die von dir verlangt, alles richtig zu machen. Hör auf sie. Sie gibt deinem Leben Bedeutung. Wir können hier lang gehen. Hier lang? Ah ja, logisch. Ah. Was zum Teufel hat er mit Mari vor? Ihm habe ich diese beschissenen Kräfte zu verdanken. Für ihn ist die ganze Welt ein Experimentierkasten. Er wird deine Schwester benutzen, ohne jeden Skrupel. Rette sie. Rette sie einfach.
Sieh an. Unsere Laborratten sind aus ihren Käfigen ausgebrochen. Du! KK! Stopp! Wo ist Mari? Ein faszinierendes Wiedersehen. Aber das muss warten. Die Zeremonie wird bald beginnen. Ich habe keine Verwendung mehr für euch. Es ist bedauerlich. Aber ihr beide könnt nicht erlöst werden. Was redest du da? Lass sie frei! Leider ist es zu spät, um ihr Lebewohl zu sagen. Sie hat bereits ihren Platz auf der großen Bühne eingenommen. Sie hat was? Es liegt noch viel Arbeit vor mir. Wichtige Arbeit. Diese beiden werden sich an meiner Stelle um euch kümmern. Glaubst du wirklich, diese Scheiße erweckt die Toten? KK, wovon redest du da? Dieser Spinner will einen Haufen Seelen ernten, um diese Welt mit dem Jenseits zu verbinden. Seine Frau ist vor 5 Jahren gestorben und jetzt will er sie zurückholen. Ich bin sicher, seine Tochter wäre richtig stolz auf ihren lieben Papi. Was zum... KK? Was ist los? Wer sind die? Verzeihung. Es gab da wohl ein Missverständnis. Meine Frau und meine Tochter, sie verstehen mich vollkommen. Ich muss lediglich noch ihre Seelen aus dem Jenseits rufen. Besondere Anerkennung verdient meine Tochter. Die Barriere würde ohne sie nicht existieren. Du hast dein eigenes Kind geopfert? Der Körper ist lediglich ein Gefäß für die Seele. Warum sollte man sich an etwas so Vergängliches binden? Dieser Typ ist total krank. Die Zeit ist beinahe reif. Sie wird euch Gesellschaft leisten. Kito, verschwinde da! Oh nein! Wir werden auseinandergerissen! KK! Oh, das ist schlecht. Kito, von vorn kannst du sie nicht besiegen! Versteck dich erstmal! Wenn Akito von KK getrennt ist, sind alle Aktionen, die für. Das wussten wir. Allerdings ist Akito selbst im Erlangen auf den Straßenschiebe ist nicht völlig schutzlos. Können Gegenstände benutzen. Wir haben auch noch den Bogen. 3 Schuss. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir bei 6. Hier oben sind noch mehr. Das macht sie bestimmt langsamer. KK, alles okay? Die Schwänze sind die Quelle ihrer Kraft. Ziehen wir sie raus. Verstanden. Ich versuche mich von hinten an sie ranzuschleichen. Ich verstehe, Erika. Wirklich. Aber ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich wollte nur kämpfen. Papa, Mama, Rinko. Mein ganzes Leben lang wurde ich beschützt. Immer konnte ich mich hinter anderen verstecken. Die meiste Zeit
hat mich das nicht mal gestört. Aber jetzt ist es anders. Ich weiß nicht, ob ich hin muss oder das abschießen muss. Schwänze sind ihre Schwachstelle. Du hast noch eine gefunden? Okay, aber das ist wirklich die letzte. Und wie soll sie heißen? Ich war wie eine Katze. Alle haben sich um mich gekümmert. Aber so kann doch kein Mensch leben. Das ist doch kein Zustand. Ich bin gefangen. Wie eine Katze. Also wenn das die Lösung ist, das hier zu erledigen, dann ist das durchaus machbar. Aber vielleicht passiert danach noch was anderes. Hab ihn! Du musst nur dranbleiben. Kazam! Die Farbveränderung. Eieiei. Ich glaube nicht, dass wir die damit besiegen. Je komplizierter das Leben wird, desto leerer fühle ich mich. Niemand versteht mich. Ich bin nur eine Last und muss dauernd beschützt werden. Nichts als eine leere Hülle, die in sich zusammenzufallen droht. Na, wo ist sie? Ich bin kaum noch lebendig. Nicht wirklich. Du solltest hier bleiben. So ist es sicherer. Nein. Das ist falsch. Falsch! Ich verdiene es, aufzuleben. Warte mal, da haben wir jetzt Nebel. Gut, ist gut, ist gut. Bleib doch ruhig, bleib doch ruhig. Wo haben wir sie? Katze. Da, da, da. Die Schwänze sind die Quelle ihrer Kraft. Ja, weiß ich doch. Verstanden. Ich versuche mich von hinten an sie ranzuschleichen. Geht das? Ist das jetzt der gleiche Weg hier? Sieht gut aus. Das ist ja verdammt schnell. Ist das creepy, ey, wirklich. Komm mal her. Komm mal bitte kurz her. Ich habe eine Frage. Boah, die ist viel zu schnell. Mal schauen, ob sie mich hier drin sieht. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass das eine schlechte Idee ist. Keine Chance von vorne. Ich muss hinter sie. Hä? Ja, ich glaube, jetzt kommt sie langsam. Sehr gut. Ich bin halt zu langsam, ne? Ich glaube, es hieß, mit den Explosionen wird sie langsamer. Nope. Aber mal so gar nicht. Ich bin so langsam, das ist das Problem. Ich muss sie doch irgendwie festsetzen können. Das ist das Ding. Oh. Es ist die Frage, wie lange der Nebel da drin ist, aber der ist jetzt noch da. Und jetzt läuft sie einmal rum. Ah, sehr gut.
Keine Ahnung, wie ich sie festsetzen kann. Ja, weiß ich doch. Ich hab mich doch schon gekümmert. Ich versuche mich von hinten an sie ranzuschleichen. Die ist einfach so schnell geworden. Irgendwie muss sie sie festsetzen. Also die Explosionen sind es nicht, glaube ich. Keine Chance von vorne. Ich muss hinter sie. Warte doch mal. Es geht nicht. Was macht er nicht? Steck den Bogen weg. Das macht er auch nicht. Oh Mann, wie ärgerlich. Ich hab's gesehen, es stand da. Aber das geht nicht, weil wenn ich dann die rechte Maustaste drücke, macht er das. Doch mit R. Zeig mal hier. Die Schwänze sind die Quelle ihrer Kraft. Ziehen wir sie raus. Verstanden. Ich versuche mich von hinten an sie ranzuschleichen. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Gern geschehen. Ja, komischer Bosskampf irgendwie, ehrlich gesagt. Aber okay. Es tut mir leid. Was zum? Ich war so nah dran. Verdammt! KK, wir müssen ihm nach. Sie lebt immer noch? Halt dich da raus. Überlass die Drecksarbeit dem Profi. Unverzeihlich. Es endet erst, wenn wir ihn aufhalten. Gehen wir. Ja.
Mission beendet. Sehr schön. Verzerrung, Kapitel 4. Sieht irgendwie alles schon nach Finale aus, ehrlich gesagt. Was ist das? Keine Ahnung. Aber ganz bestimmt nichts Gutes. Jetzt krieg ihr bloß keine kalten Füße, klar? Ganz bestimmt nicht. Auf geht's! Okay. Mein Telefon. Könnte Rinko sein. Jetzt mal gucken, wo das ist. Wo sind wir denn hier? Rinko, Schminko. Wir gehen ans Telefon. War das nicht hier irgendwo? Ah, wie schön das ist. Nee, war das doch hier hinten. Ich bin da. Mach auf. Hallo? Hallo, Moto. Er macht wohl Fortschritte bei dem Ritual. Zum Glück habt ihr das Kifu da. Das sollte euch dabei helfen, Natori zu finden. Weitermachen. Oh, und KK? Wegen Erika. Danke. Kein Ding. Ich bin's gewohnt, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich hätte mich damals früher entscheiden sollen. Bevor es zu spät war. Wir können es noch schaffen. Noch ist es nicht vorbei. Wir sind jetzt ein Team. Wir drei. Akito hat recht. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Ja. Danke. Ja, sehr schön. Auf geht's, Partner. Auf geht's, Partner, in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.